Ja, hallo liebe FCS-Fans. Wir melden uns wieder aus dem Trainingslager, diesmal mit dem tatsächlich besten Spieler der dritten Liga, laut Kicker, Daniel Batz. Servus. Servus, hi. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Ganz hohe Ehre vom Kicker Sportmagazin. Die beste Durchschnittsnote aller Spieler, noch nie erreicht in der dritten Liga. Wie stolz macht dich das? Ganz ehrlich, ich gebe nicht wahnsinnig viel auf die Benotung, weil wir haben die Saison noch nicht fertig. Ich denke, wenn ich diesen Schnitt halten kann und wir am Ende aufsteigen, ist das einzig Wahre. Und wenn ich dann am Ende einen 3-5er-Schnitt habe und wir sind aufgestiegen, ist das auch eine gute Saison. Gut, aber ist ja natürlich ein Indiz, dass du eine überragende erste Runde gespielt hast. Du giltst ja als derjenige, der in den 1-zu-1-Situationen ja fast unschlagbar ist. Selbst Bonet Uafero hat es nicht geschafft, dich zu überwinden. Ist das so ein bisschen, ich sag mal, deine Saison? Bist du in der Form deines Lebens? Ich fühle mich wahnsinnig wohl, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Das spielt alles eine Rolle. Hatte eine sehr gute Vorbereitung. Klar liefen die Spiele dann auch so, dass ich mich in den Situationen auch auszeichnen konnte. Und ja, ich hoffe, so geht's weiter. Alle Spieler, die in der Abwehr vor dir stehen, sagen, es ist ein verdammt gutes Gefühl, wenn der hinter uns ist. Und der bügelt den einen oder anderen Fehler mal aus. Trotzdem ist es ja ein Gesamtgefüge in der Abwehr, die im Moment unsere Stärke ausmacht. Ist das eine neue Stärke oder war die in der DNA der Mannschaft schon angelegt, ist nur noch nicht so richtig rausgekommen? Ich denke, klar, wenn man sich die Statistiken auf jeden Fall anguckt, sticht das deutlich heraus, dass wir defensiv viel stabiler stehen, weniger Gegentore bekommen. Das ist, finde ich, hervorragend, wie die Mannschaft das im Gesamtverbund dann macht, wenn wir eine Führung haben, wie wir uns in die Bälle werfen, wie wir die Box dann auch verteidigen, am Mann sind. Den Gegnern auch es dann immer schwer machen, klar abzuschließen. Das macht es mir dann auch einfacher, wenn der Stürmer vielleicht noch ein bisschen Druck hat oder nochmal einen Körperkontakt bekommt, bevor er aufs Tor schießt. Und das muss die Basis sein dann auch für die restliche Runde. Ich denke, den Spruch gibt es nicht umsonst, dass die Defensive gewinnt und die Offensive mal ein Spiel. Deshalb, wir wissen, dass wir defensiv stabil stehen können. Aber das muss auch die Grundbasis sein in den Spielen. Jetzt fällt ja auf, dass ihr vier Hämmer und die drei Torhüter immer weit vor der Mannschaft auf dem Platz seid und fast schon müde seid, wenn die Mannschaft kommt. Wie sehr hilft euch das gute Wetter, der gute Platz hier für eine Torwarttrainingsarbeit? Sehr. Also erstmal ist es schön, dass Hämmer auf jeden Fall dabei ist, dass wir ihn jeden Tag haben zum Trainieren. Das ist ja unter der Woche nicht die Regel. Die Bedingungen hier sind überragend. Wir haben bisher ein sehr gutes Trainingslager. Der einzige Wermutstropfen ist natürlich, dass Bjarne Tölke relativ uns früh verlassen hat. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit den Bedingungen. Als Torwart ist es schön, wenn du dann solche Bedingungen hast, um dann hier auch richtig an der Kraftausdauer und an der Kraft zu arbeiten. Gucken wir mal noch auf die restlichen 21 Spiele. Wie wichtig ist es für dich, einen guten Start im Januar hinzulegen? Ich denke, es ist immer wichtig, nach einer Vorbereitung, gerade dann noch so nach so einer langen Vorbereitung, ist ja eher wie im Sommer, dass man gut reinkommt in die Runde. Da wird auch sicherlich nicht alles gelingen, wie es vielleicht in den letzten Spielen gelungen ist. Aber da geht es dann auch wieder reinzukommen, reinzukämpfen, in die Zweikämpfe richtig zu gehen. Ist immer was anderes als in einem Testspiel, einem Pflichtspiel. Deshalb ist der Start wichtig, hat man jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen. Jeder Punkt, den man irgendwo liegen lässt, auf fahrlässige Weise oder wo man denkt, da hätte man jetzt nicht einen Punkt liegen lassen müssen oder verlieren müssen, der tut am Ende weh. Deshalb arbeiten wir konzentriert auf den Start hin. Daniel, danke, dass du Zeit für uns hattest. Alles Gute und hau rein. Bis zum nächsten Spieltag. Gerne, liebe Grüße.